Versteckt die Schweine, mutet eure Eltern, denn jetzt kommt Porkchop Media. Heute haben wir ein Architektur-Special für euch. Im Klartext, wir zeigen euch Alternativen zu verdreckten Dirt-Hütten. Ja, und dafür haben wir eine exquisite Auswahl an Baustilen für wirklich gute Zähne gesetzt. So, und dann beginnen wir gleich mal bei unserem modernen Designerhaus. Na, 12 Uhr könnten wir wieder aufstehen. Na, Sonne! Na. Scheiße, nichts zu essen da! Oh, verdammt, falscher Clip. So, hier sind wir nun. Die für diesen Baustil verwendeten Materialien sind Stein, Holz, Glas und Steinslabs. Besonders wichtig ist der Ebenenversatz und das teilweise schräge Dach, die eben für dieses moderne Aussehen sorgen. Ein weiterer wichtiger Punkt sind die großen Fenster, die meistens bis zum Boden reichen und viel Licht reinlassen. Ja, und passend dazu kommen noch die Glasscheiben, die als Geländer für die vielen Dachterrassen dienen. Und zu guter Letzt begrenzt man den Außenbereich am besten mit Bambus, der die Holzoptik des Gebäudes etwas auflockert. Ja, und passend zum Ebenenversatz bietet es sich an, eine große Eingangshalle mit Galerie zu bauen. Dieses Haus ist etwas für Minimalisten mit Geschmack. Es zeichnet sich durch seine sehr einfache, kompakte, jedoch elegante Bauweise aus. Dies wird durch eine geschickte Kombination von kontrastreichen Materialien erreicht. Durch das Tapezieren der Innenräume mit farbiger Wolle bekommt das Haus etwas Knuffiges. Aus diesem Grund nennen wir es auch Kuschelhaus. Nun zeigen wir euch dieses Bauernhaus, das im Fachwerkstil angelegt ist. Bei diesem werden die normalen Wände, bei uns hier Backstein, durch vertikale und diagonale Holzbalken durchzogen. Auf Höhe der Geschosse ist jeweils eine Steinlinie. Das normale Giebeldach wird an den Ecken abgeschrägt, es werden außerdem Ausbuchtungen für die Obergeschossfenster ausgebaut. Elementar für die richtige Inszenierung eines solchen Bauernhofes sind natürlich die großen Feldanlagen. Und dank der neuen 1.9er können wir nun auch Weiden anlegen und diese mit Vieh bestücken. Oder auch einen solchen Stall im Fachwerk nachbauen. Und jetzt schauen wir uns nochmal ein bisschen drinnen um und die passende Untermalung dazu bringt uns Däumen. Wenn Bauern in die Jauche segeln, dann helfen auch keine Bauernregeln. An kleinen Brunnen löscht man auch den Durst. Arbeitet die Magd im Stalle nackt, der Bauer daran sehr viel Freude hat. Auf den kleinsten Raum pflanze einen Baum und pflege sein, er trägt es ein. Kocht die Bäuerin faule Eier, kotzt der Bauer wie ein Reiher. Bauer werden ist nicht schwer, Bauer bleiben ist eine Ehr. Raucht der Knecht im Stalle sein Hasch, lallt die Kuh, wasch isch en Dasch. Bleib zu Haus und koch den Brei, so kommst du nicht in Zankerei. Tanzt die Magd nackt ein Walzer, macht des Bauern Zunge ein Schnalzer. Das beste Wappen in der Welt ist der Flug im Ackerfeld. Sitzt die Bäuerin auf dem Trecker, stoppt der Bauer sein Gemecker. Der Bauer muss seinen Flug selber führen, wenn es gedeihen soll. Stopft der Bauer sein Gewehr, meckert die Bäuerin nimmermehr. Eine Ziege und ein Madel kosten mehr als eine Kuh im Stadel. Zu tief in die Jauche schauen, macht den Bauern sportlich braun. So, nun kommen wir zu unserem Bungalow-ähnlichen Haus, welches aus weißer Wolle gebaut ist. Wichtig ist, dass das Dach ein Flachdach ist, weswegen sich Stone-Slips anbieten, indem man dann ein paar Dachfenster einbaut, die mehr Licht ins Innere lassen. Und wenn man auch noch das Glück hat, einen Berg wie diesen hier zu finden, sieht es sehr schick aus, den Keller so zu bauen, dass man viele große Fenster hat, die dann aus dem Berg herausschauen. Bei unserer Mountain Hut handelt es sich schlichtweg um ein Haus im Berg. Bei diesem Baustil kann man seiner Fantasie freien Lauf lassen und geradezu jedes Material verwenden. Weiterhin muss man im Gegensatz zu anderen Baustilen nicht auf die Etagen achten und ist somit sehr flexibel in Sachen Raumverteilung.
Außerdem verleiht die meist hohe Positionierung dem Ganzen einen gewissen Flair, da man vom Haus aus eine gute Aussicht auf die Umgebung hat. Ja, am Ende dieses Flusses steht unser Haus am See. Dafür braucht ihr natürlich erstmal ein idyllisches Örtchen, was dem Ganzen eine besondere Atmosphäre verleiht. Und dann werden vor allem die Baumstämme, normale Holzplanken sowie Backstein als Baumaterialien eingesetzt. Das war unser Architektur-Special. Und da bleibt uns nur noch zu sagen, gönnt euch ein Abo oder lasst es bleiben.